Ich muss sofort in den Hof. Ich hoffe, du hast einen Plan, Clive, denn falls nicht, sind wir geliefert. Kannst du stehen? Komm schon, Lord Rossfield! Ich hab dir doch nicht etwa den Appetit verdorben! Schluss damit! Ja? Es wird Zeit, den nächsten Gang aufzutischen! Mal sehen, wie er dir schmeckt! Hier, Jill. Danke, Gav. Haltet durch. Wir kommen hier raus. Und Torgal? Danke. Sag mal, seit wann kann Torgal denn dieses Kunststückchen? Moment. Erst kämpfen wir. Ich zähle auf dich, Torgal. Data!
drüben! Da vorne! Zu langsam! Dave! Geschafft. Fürs Erste. Ich wette, das waren nicht die Letzten. Die werden nicht aufhören, uns zu jagen, bis Kupka stirbt. Also geh da rein und bring es zu Ende, ja? Geh. Wenn noch mehr kommen, halten wir sie auf. In Ordnung. Seid vorsichtig. Mach dir keine Sorgen. Geh. Kupka hat uns unsere Heimat genommen. Lass ihn nicht auch deine nehmen. Jill ist bei mir sicher. Ich verspreche dir, Sid. Er stirbt durch meine Hand. Du kommst spät. Probleme gehabt? Keine, die nicht lösbar gewesen sind. Das freut mich. Und nun bist du hier, um diesen Thron zu verteidigen, Lord Rosfield? Das Großherzogtum Rosaria. Ein Reich ohne Herrscher, ohne Armee, sogar ohne Volk. Ein buchstäbliches Reich aus Staub. Ein Thron? Brüchiger Stuhl, sollte ich sagen. Nein! Schluss mit den Spielchen, Kupka. Was zur Hölle willst du? Sids Kopf auf einem Tablett. Stell dir meine Enttäuschung vor, als ich erfahren habe, dass ich ihn nicht töten kann. Und meine Erleichterung, als du seinen verfluchten Namen angenommen hast. Dieses Monster hat Benedicta ermordet und ihre Leiche geschändet. Wer sein verfluchtes Erbe antritt, wird auch für seine Verbrechen büßen. Die einzigen Verbrechen, für die ich büße, sind meine. Sid war derjenige, der versucht hat, sie zu retten. Aber dafür war es schon längst zu spät.
Also habe ich es zu Ende gebracht. Ich habe sie getötet, Hugo. Du hast... Du... Du hast sie getötet? Richtig. Eine Fügung des Schicksals. Ich habe höchstens noch darauf gehofft, auch ihm einen geliebten Menschen zu nehmen, ihm das Gleiche anzutun. Doch es ist noch so viel mehr. Wahre Rache wurde mir gewährt. Wir hatten einen Traum. Ich würde zum König der Welt. Sie, meine Königin. Und zusammen würden wir herrschen wie wahre Götter. Du hast diesen Traum zerstört, alles ruiniert. Büßen, und zwar mit dem Tod. Ich reiß dich in zwei mit meinen bloßen Händen. Und was denkst du? Wie viele du getötet hast? Wie viele Träume hast du ausgelöscht? Du bist nicht der Einzige, dessen ganze Welt in die Brüche gegangen ist. Kein Mitleid von mir, Kupka. Kein Mitleid und keine Gnade. Jetzt sterb! Hier und jetzt erfährst du! Denen geschieht, die es wagen, mich zu stören. Stören? Ich werde dich tragen.
Schicksal hat entschieden. Ich bin in meinem Element. Es gibt keinen Kopf. Erde ist und bleibt mein Element. Stop!
Hände! Meine Hände! Sei verflucht! Ich töte dich! Ich töte dich! Ich töte dich! Nicht doch, Hugo. So viel Aufregung ist ungesund. Warte! Ein andermal, Mythos. Waren das alle? Ich denke schon. War Luther Abschaum. Wer hat die bitte eingeladen? Aber heute gab's ja noch eine viel größere Überraschung. Wo hast du das denn gelernt, Torgal? Du sagst es nicht? Wie du meinst. Geth, suchen wir Clive. Ach, entschuldige. Ihr habt einen übersehen. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich mir auch. Ich war so nah dran. Ohne meine verdammte Gabe wäre er mir nicht entkommen. Ich bin froh, dass du überhaupt noch lebst. Wann sind die Valuta aufgetaucht? Nachdem du ins Schloss bist. Gerade als wir mit Kupkas Trupp fertig waren, da kam Odins. Waren aber kein Problem für uns. Ach nein? Hättest du mal den bei Kupka gesehen. Also sind sie gekommen, um ihn zu retten? Keinen blassen Dunst, was sich hier abspielt, aber während wir uns das Hirn zermartern, geht uns der Bastard mal wieder durch die Lappen. Wie geht's jetzt weiter? Erstmal zurück zum Versteck. Ich bin erledigt. Und du siehst auch geschafft aus. Und alles, was Jill erlebt hat. Für Kupka ist immer noch Zeit, oder? Ja, hast recht. Dem Rätsel deines magischen Mischlings könnten wir dann auch nachgehen. Na, wie geht's dir? Lass uns heimgehen.
Jetzt sieh dich doch nur an. Dein Körper macht das nicht mehr lange mit. Du hattest versprochen, besser auf dich aufzupassen. Genug mit den Ausflüchten, Jill. Oder muss ich dich ans Bett fesseln? Nein. Ist gut. Keine Angst, Kev. Taya hat sie im Griff. Ja, aber im Griff hatte Kupka sie leider auch, als er noch greifen konnte. Fragt sich nur, wo er jetzt ist. Und was die Valuta dort zu suchen hatten. Darüber habe ich auch die ganze Zeit nachgedacht. Vielleicht hat Otto etwas gehört. Ich frage ihn. Und ich rede mit Harpo. Mit Harpokrates? Worüber denn? Ja, über deinen treuen Vierbeiner zum Beispiel. Wenn ein anderer Hund als Torgal sowas je gemacht hat, wird Harpo darüber gelesen haben. Ich mache mir vor allem Sorgen, was ihm passieren könnte. Ich bin ja froh, dass er unsere Ärsche gerettet hat, aber wenn er den gleichen Preis zahlt wie Jill? Ja. Halt mich auf dem Laufenden. Mach ich. Du aber auch, ja? Jill, hör auf Taya. Durch. Versprochen. Otto, bist du beschäftigt? Wann bin ich das nicht? Wie geht es Jill? Einigermaßen. Taya sorgt dafür, dass sie sich ausruht. Gut. Gibt es irgendwas Neues zu Kupka? Vivian versucht, ihn ausfindig zu machen, aber ohne zuverlässige Hinweise. Wir haben den Fluchbrechern und unserem Verbündeten im Westen Pestolas Bescheid gegeben, dass sie die Augen offen halten sollen. Bisher kam nichts. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ist gut. Halt mich auf dem Laufenden. Da ist er ja. Hallo, Clive. Rettest du etwa immer noch die Welt? Nicht. Du bist schon zurück? Jetzt ja. Was ist mit deinem Studium? Verschoben. Weil Kupka in Rosaria einmarschiert ist. Ganz Canva dreht deshalb am Rad. Er ist verrückt, außer Kontrolle. Wir sind die Nächsten. Wer soll über so ein Trara lernen können? Schon gut, schon gut. Ich bin ruhig. Wie lange bleibst du denn diesmal? Weiß nicht. Eine ganze Weile. Wo ich dich schon mal am Wickel hab. Kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun? Mit. Du kannst nicht erwarten, dass... Bitte, auch um meiner Willen. Während wir weiter nach Kupka suchen, solltest du etwas Zeit haben. Professor, das ist ja mal eine schöne Überraschung. Sonst steckt die Nase immer in einem Wälzer. Heute auch, bis mich eine vertraute Stimme rausgelockt hat. Deine Existenz ist wirklich wie eine frische Brise, die meine mühsam gesammelten Gedanken in Sekunden durcheinander wirbelt. Das nehme ich mal als Kompliment. Du hast Frau Professor gehört. Also, ich warte im Lagerraum auf dich. Hey, wo bist du hin? Von wegen frische Brise. Wohl eher ein Wirbelsturm. Hey, Otto. Her mit den Gill. Wie? Wovon redest du? Von meinem Lohn fürs Übersetzen von mit. Sie meinte, du bezahlst. Dieser Frechdachs. Dann zum Lagerraum. Mal sehen, was mit von mir will. Aus. Wenn ich mit in die Finger kriege.
Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Was haben wir für dich bekommen, Sid? Hier, bitte. War's das? Solltest du dich nicht etwas ausruhen, Sid? Nach dem, was ich gehört habe, hast du es verdient. Bist ganz schön lahm. Ich hab zu tun, Matt. Dann mache ich's kurz. Ich will den Raum da unten zu meiner Werkstatt umbauen, so wie ich früher eine hatte. Matt, du bist gerade erst zurück. Na und? Ich hab schon eine Weile dran gedacht. Paps fand, ich hätte Talent zum Tüfteln. Er hat mir alles beigebracht. Und mich dann sogar zum Studieren nach Canva geschickt. Er hat sich was für mich gewünscht, dass ich mein Wissen eines Tages für unser Ziel einsetze. Aber an der Schule helfe ich niemandem. Ich habe genug gelernt, Zeit, mich nützlich zu machen. Ich weiß, dass ich den Leuten hier helfen kann. Und das will ich auch. Sieh mal einer an. Sid wäre stolz auf dich. Na gut. Ich sag Otto, dass du hier bleibst. Ich wusste, dass du ja sagst. Deswegen habe ich eine Liste mit Aufgaben für dich. Für mich? Ja, klar. Und was kann ich für dich tun? Als erstes brauche ich eine Ausstattung und Material für meine Projekte. Hier sind Pläne für ein paar Werkzeuge und Rohstoffe für die Herstellung. Das andere Zeug kann ich verarbeiten. Ich brauche nur einen Wohltäter, der es für mich besorgt. Außer das Holz. Dafür brauche ich einen Schreiner. Aber ich leih mir deinen. Sonst noch Wünsche? Keine. Vielleicht nächstes Mal wieder. Wo fange ich an? Material und Werkzeug. Auf zu Karon und Schledorn. Stellen schon wieder Unfug an. Hab mich gewundert, wo du steckst. Mit ist zurück aus Canva. Warst du bei ihr? Vorhin. Sie will eine Werkstatt im Lagerraum einrichten und hat mich um etwas Material gebeten. Hier ist die Liste. Denkst du, du kannst das alles besorgen? Mehr nicht. Das bisschen besorge ich dir doch sofort. Gut zu wissen. Die Bezahlung. Nicht nötig. Dieses Mädel hat schon so viel für uns geleistet. Ohne ihre Filter gäbe es hier nichts als fauliges Wasser zu trinken. Und das hätte uns schon vor langer Zeit erledigt. Da hast du recht. Ich leite alles an mit weiter, wenn es da ist. Danke. Karon. Was ist? Ich hab... Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Fertig? Aha. Schledorn, beschäftigt? Wonach sieht's denn aus? Ich habe einen Auftrag für dich. Von Mit. Sie braucht ein paar Werkzeuge. Kannst du die schmieden? Meine Güte, was will sie denn damit bauen? Ein Luftschiff? Ich tue, was ich kann.
Sag ihr, ich werde sie ihr bringen. Ja, irgendwann. Danke. Von uns beiden natürlich. Fehlt nur noch der Schreiner. Ich red mal mit Bardolf. Wieder zurück? Und was darf sein? Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Pass gut drauf auf, ja? Bring mir das Material und ich denk drüber nach. Was ist denn? Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Fertig? Aha. Keine Angst. Kupka brauchen wir nicht mehr zu fürchten. Jill war kreidebleich, als sie zurückkam. Ich möchte gar nicht daran denken, was ich... Das Schmieröl vertragen. Das sollte fürs Erste reichen. Na, Sid, wie geht's? Bardolf? Mit will sich hier eine Werkstatt einrichten und braucht die Hilfe eines guten Schreiners. Und da wärst du die erste Wahl. Ich würde der jungen Dame gerne zur Hand gehen. Aber leider habe ich im Moment alle Hände voll zu tun mit Reparaturen. Zu viele Löcher, die gestopft werden wollen, damit uns der Laden hier nicht unterm Hintern absäuft. So gern ich ihr auch dabei helfen würde, ich habe einfach keine Zeit für noch mehr Arbeit. Ach, verstehe. Muss ja nicht unbedingt ich sein, oder? Wie wär's mit, weißt schon, der arbeitet bei Marthas Rast. Burnett, oder? Ach, stimmt. Er hat uns früher schon geholfen. Mal sehen, ob Martha ihn entbehren kann. Danke, Bardolf. Selbstverständlich. Clive, was führt dich denn zur Rast? Unser Heim bräuchte Hilfe von einem guten Schreiner. Könnte ich vielleicht Bernard für eine Weile ausleihen? Wenn er nichts dagegen hat. Eine Hand wäscht die andere. Danke, Martha. Wo finde ich ihn denn? Er hat wohl oben in Cressida zu tun. Aber keine Ahnung was. Ist ja verlassen. Soweit ich weiß, ist er noch dort. Dann suche ich ihn mal. Thank you.
Ich sehe die Fahne nicht mehr. Die Dalmeker müssen das Schloss eingenommen haben. Halten wir uns bereit. Gut möglich, dass sie als nächstes hierher kommen. Sie hat einen Diener Gvigos für sich eingespannt. Die ganze Sache kommt. Bring mir auch das Kämpfen bei, bitte! Und los! Der sieht aus wie deren Versteck. Scheint aber nicht zu funktionieren. Das ist ja mein Lebensretter. Was führt dich denn hierher? Du, Bernhard. Martha meinte, du seist wohl hier. Ich habe eine Bitte an dich. Ach, wirklich? Eine Werkstatt bauen? Allemal interessanter als Brücken zu reparieren. Und wenn Martha mich für eine Weile entbehren kann, warum nicht? Sag mir nur, wo ich hin muss. Das höre ich gern. Ich hätte selbst noch eine kleine Bitte, wenn möglich. Was denn? Das da ist Cressida, meine Heimat. Und die letzte Ruhestätte meiner geliebten Eltern. Ich wollte sie mal wieder besuchen. Hab sogar die Brücke gepflegt, um rüberzukommen. Aber dann war das ganze Dorf voller Bestien. Du hast doch ganz schön viel Erfahrung im Umgang mit solchen Viechern, oder? Könntest du nicht vielleicht? Versteht sich doch von selbst. Oh, ich danke dir. Sei vorsichtig.
Das haben wir gleich. Hier drüben! Das wäre erledigt. Das hat ja nicht lang gedauert. Danke, Junge. Jetzt können meine Eltern wieder in Frieden ruhen. Wann wurde das Dorf denn aufgegeben? Nach dem Fall von Rosaria sind die Leute allmählich weg. Die Fäule und Kaiserliche, das hält niemand aus. Die letzten müssen vor etwa 10 Jahren gegangen sein. Es könnten aber auch 100 sein, wie es hier aussieht. Ich erkenne kaum was wieder. Tut mir leid. Ach, nicht doch. Es war schön, aber vergangen ist vergangen. Ich spreche nur noch ein Gebet für meine Familie. Dann komme ich zu euch. Wir sehen uns. Das wäre alles auf Mits Liste. Schnell zurück, bevor ihr noch mehr einfällt.
Raka stellen schon wieder Unfug an. Solltest du dich nicht etwas ausruhen, Sid? Hallo, Clive. Ist alles erledigt? Ist es. Ich habe dein Material bestellt und ein Schreiner mit Namen Bernard ist auf dem Weg hierher. Das ist spitze. Danke, Clive. Brauchst du sonst noch irgendwas? Nö. Schledern und Tante Karin haben mir schon alles besorgt und mein Bauplan ist auch fertig. Sobald Bernard da ist, kann's losgehen. Kann's kaum abwarten. Das wäre meine gute Tat für heute. Mal sehen, wie es Jill geht.